Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pascal-TV-Folge. Ich starte mit dem kuriosen Feiertag. Der heutige kuriose Feiertag ist der Tag der Kulinarik. Heute kannst du in dein Lieblingsrestaurant oder zu deinem Lieblingskoch gehen, um ihm für seine Leistung zu danken. Oder natürlich, du kannst auch, wenn du selber gerne isst oder kochst, den Tag selbst feiern. Die Aktivität für die kommende Woche ist Zelten im Garten, auf einem Campingplatz oder irgendwo auf einer Wiese. Und auch wenn ihr euch so denkt, oh nein, jetzt nicht im Zelt oder so oder draußen, aber Zelten ist immer ein Erlebnis. Und wenn ihr so für 2, 3 Nächte draußen seid, ihr werdet so viele lustige Dinge als Freunde euch passieren. Ja, genau. Aber man hat danach immer sehr viel zu erzählen und es ist ja schade, wenn man nicht selbst dabei war. Also schnappt euch euer Zelt und los geht's. Der heutige Song der Woche ist Viel zu selten gehen wir zelten von Bibi und Tina. Und es ist natürlich passend zu unserer Aktivität. Das heißt nochmal, los, los, los! Und im zweiten Teil seht ihr eine herzhafte Tortilla Bowl. Und Herr Weige und Frau T haben uns dafür einen Daumen hoch gegeben. Also macht es nach, es schmeckt. Hier sind wieder eure Kochmützen und heute präsentieren wir euch eine Tortilla Bowl. Dafür braucht man ein Roastbeef, Butter, Chili und Paprikagewürz, Mehl, Salz, Milch, Tortilla Wraps, eine Zwiebel, Tomaten, eine Limette, eine Knoblauchzehe, Creme Fraiche, Kurkuma, Tortilla, Chips, Käse, Olivenöl und Milch. Jetzt fangen wir mit der Marinade vom Roastbeef an und dafür brauchen wir einen Esslöffel Kurkuma, einen Esslöffel Paprikapulver, ein Teelöffel Chili, vier Esslöffel Olivenöl, und den Saft einer Limette. Und zum Schluss. Jetzt marinieren wir das Steak mit unserer Marinade. Dort lassen wir es jetzt drin und stellen es in den Kühlschrank, damit es einzieht. Der Boden der Bowl besteht aus einem Wrap. Und dafür stülpen wir den Wrap über eine etwas kleinere Schüssel, möglichst gleichmäßig. Dann nehmen wir die größere Schüssel und stülpen sie darüber. Und das hier kommt jetzt bei 200 Grad für 8 Minuten in den Ofen. Als Topping schneiden wir die Tomate, die gewaschene Tomate, in Scheiben. Jetzt nehmen wir eine halbe geschälte Zwiebel und einen geschälten Knoblauch und füllen das. Und packen das jetzt in den Mixer. Jetzt mixen wir es. Jetzt braten wir unser Steak gut auf beiden Seiten an. Nach den Anbraten packen wir es dann in Alufolie, damit es sich entspannen kann. Jetzt machen wir 2 Esslöffel Butter in einen Topf. Dann machen wir die Zwiebeln dazu.
wenn die Zwiebeln glasig werden, füllen wir 2 Esslöffel Mehl dazu. Und zum Schluss dann nochmal 100 ml Milch. Jetzt kippen wir immer ein bisschen Milch dazu, sodass am Ende eine flüssige Pampe entsteht. Jetzt kommt nach und nach der Käse rein und der soll schön schmelzen. Und am Ende soll eine Käsesoße entstehen. Jetzt würfeln wir das Fleisch. Jetzt richten wir die Bowl an. Dafür füllen wir erstmal die Tortillas auf den Teller. Jetzt kommt die Käsesoße rein. Darauf kommt jetzt das Fleisch. Jetzt kommen die jetzt gefüllten Tomaten. Und zum Schluss kommt ein Tupfer Creme Fraiche auf das Ganze. Und das ist jetzt unsere fertige Tortilla Bowl. Und jetzt wird Netflix angemacht. Tschüssi! Das war's mit der heutigen Pascal TV Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss!